Wenn die Fischer am Unterlauf der Donau ihre großen Netze auslegen, dann jagen sie einen Giganten aus der Urzeit. Die Fischer nennen ihn den König der Donau. Sie pfeifen nicht auf ihren Booten. Das soll Unglück bringen, ihn vertreiben. Tief am Grund der Donau zieht der Beluga stromaufwärts seinen Laichgründen entgegen. Kraftvoll und gemächlich. Wozu sollte sich ein Fisch beeilen, der mehr als 100 Jahre alt werden kann? Oder wovor sollte ein Fisch die Flucht ergreifen, der eine Länge von 8 Metern und ein Gewicht von mehr als 2 Tonnen erreichen kann? Der Beluga ist der größte Süßwasserfisch der Welt und übertrifft mit seinen Maßen selbst den weißen Hai. So wie dieser Beluga, der in der Kaspischen See gefangen wurde.